sagen, anders kann man es gerade nicht ausdrücken. Publikum übrigens auch, ey, war super Stimmung, noch nie so erlebt. Super geil, dankeschön. Super geil. Nee, wir haben alles nicht, kommt da Drogen, keine Angst. Drogen frei und vegan. Nach wie vor. Also zum einen will ich mich erstmal ganz, auch am Anfang jetzt schon mal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich glaube, das war nochmal was ganz anderes, was wir zuvor noch nie so auf irgendeiner Messe gesehen haben und dann auch auf unserer Betty World in Düsseldorf. Super, dass du gekommen bist. Danke schon mal. Ganz gerne. Unter anderem möchte ich, habe ich hier noch so ein paar Facts auf meinem kleinen Zettel, die ich Ihnen oder euch nicht vorenthalten möchte. Du hast einen Weltrekord oder mehrere, auf jeden Fall einen habe ich hier auf meinem Zettel stehen, den ich persönlich unglaublich beeindruckend finde. Weltrekord im 6-Stunden-Treppenlauf. Moment, Sie denken jetzt, das ist der Wahnsinn, mit einem 30-Kilogramm-Rucksack. Also ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. We gain power, oder? Wie ist das schön? Also we gain. Schon bei uns in Wiesbaden auf der Betty World und da ist er sage und schreibe 8 Stunden am Laufband, auf dem Laufband gelaufen, durchgehend. Um einmal zu verdeutlichen, wie lange so Schweine oder auch andere Tiere im Laster fahren auf dem Weg zum Schlachter. 8 Stunden lang gelaufen und jetzt heute das, also danke einfach, Wahnsinn. Ja, ich hab's super, ihr seid die Power. Ich bin in dem Moment vielleicht nur jemand, der ein paar Talente nutzt, die er halt hat. Aber ihr gibt das Feedback und ihr gibt die Power, die Inspiration, überhaupt weiterzumachen, der Sache einen Sinn zu geben halt. Also einen Sinn hat es ja sowieso, weil klar, ich will halt den unzähligen Kreaturen halt eine Stimme geben. Deswegen mache ich die Sache halt jetzt demnächst auch hauptberuflich. Also wer Bock hat hier auf irgendeiner Veranstaltung, dass ich mich da nackig mache, also immer so weit natürlich. Alles seriös, halt ganz seriös und jugendfrei. So auf sportlicher Basis, also Symposien und Vorträge kommen demnächst und demnächst kommt auch mein Buch raus und besucht doch gerne mal meine Internetseite www.michaelgriesmeier.de. Ich habe euch ein paar Poster mitgebracht, die ich gerne signiere und ein paar Autogrammkarten und ja, informiert euch einfach mal. Also ich denke, das, was ich schon so mache, ist einzigartig, das, was jeder von euch macht. Ist natürlich auch einzigartig. Ich habe nur das Glück, dass ich irgendwas mache, was halt die Medien so ein bisschen anzieht. Und guckt man sich halt gerne mal an. Obwohl ich jetzt keine Frau bin oder so, aber wir müssen ja auch mal was für unsere weibliche Fraktion tun. Und dann denke ich mal, ist das doch mal in Ordnung, wenn sich wieder ein Mann nackig macht, oder? Ja. Vielleicht mal für die Männer hier so unter uns oder vielleicht auch die Frauen. Was müssen wir machen, um annähernd so auszusehen? Das ist eigentlich relativ, das ist ja jetzt rein optisch. Ich habe ja schon angesprochen, im Prinzip haben wir alle einen Geist, den wir halt nutzen können. Ich nutze beide, ich versuche meinen Geist zu nutzen und dann mit meinem Körper halt zu arbeiten. Also beide, das ohne Geist, ohne Körper geht es halt nicht. Du musst eine Einheit bilden, das ist halt ganz wichtig. Und das kann jeder von euch, und ob er jetzt nur im Bodybuilding macht oder im Treppensteigen oder im Radfahren, im Laufen, das ist eigentlich egal. Jeder von uns hat Talente. Wir können natürlich sportlich nutzen, wir können aber auch Bücher schreiben, wir können zeichnen, malen, wir können Künstler werden. Wir haben dieses Potenzial natürlich, jeder von uns hat es in sich. Ich versuche es nur zu nutzen, so gut es geht. Und wer jetzt Bock hat, hier irgendwie mal so auszusehen, der geht in die Muckibude. Und hört vor allem auf sein Bauchgefühl, ja. Also Bauchgefühl heißt jetzt nicht hier zu McDonalds und dann die Plauze vollhauen, sondern Bauchgefühl meint halt Körper, Geist. Dass man halt wirklich sagt, er hört auf seinem Bauch. Mensch, wenn mir der Fitnesstrainer im Schule zum Beispiel erzählt, du machst jetzt Programm A und ich mich aber mit Programm A überhaupt nicht gut fühle, dann mache ich Programm A nicht. So bin ich immer gefahren. Also ich habe immer auf meinen Körper gehört. Demzufolge habe ich keinen Trainingsplan, in dem Sinne keinen festen Trainingsplan, auch keinen festen Ernährungsplan. Der einzige Ernährungsplan ist halt, dass ich vegan lebe. Das ist halt die einzige Voraussetzung, die ich an meine Ernährung stelle. Ansonsten haue ich mir alles in meine Smoothies rein, was ich finden kann. Und nehme keine anabolen Steroide oder so. Oder
gut, so ein Hamster am Eiweißpyramiden aus, um den Eiweißhaushalt ein bisschen hochzuhalten. Aber ansonsten esse ich ganz normal und einen Trainingsplan. Ich höre auf meinen Bauch. Ich mache ein Split-Programm für diejenigen, die hier selber trainieren. Ein Vierer-Split fahre ich. Ich teile also meinen Körper in eine Muskelgruppen auf, die ich dann täglich dann halt trainiere. Achte sehr auf die Regeneration, immer wieder Bauchgefühl. Und wenn dann mal ein Geburtstag anliegt oder eine Feierlichkeit, mein Gott, dann gehe ich da hin und trainiere halt nicht. Also ich mache mich da auch nicht verrückt. Das meint dann auch Bauchgefühl. Weil sobald man sich da in so eine gewisse extreme Abhängigkeit begibt, sage ich mal ganz vorsichtig, macht es keinen Spaß mehr. Und für mich war der Spaß immer im Vordergrund, genau. Also Spaß. Und zum Thema Spaß fällt mir noch ein, weil manche sich wundern, also wer es vielleicht schon mitgekriegt hat. Also ich war 12 Jahre lang bei der Berliner Polizei, hatte da meinen Beamtenjob und war auch super, eigentlich so zufrieden, bis ich irgendwann jetzt, bin mittlerweile 44, mir gesagt habe, ey, Spaß, ja, das ist es. Macht dir wirklich Spaß? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass es doch sein. Gib dem Steuerzahler was zurück, stell dich auf die Bühne so ungefähr, nee, aber mach endlich, mach, Bulle zieht sich aus, mach endlich das, mach wirklich das, wo dein Herz dran hängt. Und das ist nicht eine Uniform zu tragen, sondern das ist halt wirklich was Dauerhaftes zu schaffen und zu inspirieren, andere zu inspirieren, dass es halt durchaus möglich ist, Grenzen zu verschieben. Das müssen keine Weltrekorde sein, also ich sag's jetzt nochmal, das ist... Das ist nur meine Art, Grenzen zu verschieben. Aber jeder von euch findet, wenn er tief in sich reinhört, seine Grenzen oder seine Inspiration und seine Kunst, die er nach außen tragen kann. Er muss es nicht, aber er kann es und jeder kann es, wie gesagt. Und schön, dass ihr alle da seid und dass ich hier sein durfte. Und ja, Mensch, ist natürlich schon überwältigend, wenn ich mich hier alle so sehe und ich hab nichts an und ja, jetzt. auf jeden Fall habt noch einen schönen Aufenthalt heute und ich hoffe, wir sehen uns mal bei irgendeiner Veranstaltung wieder. Und wenn ihr mich mal irgendwo im Buchregal rumliegen seht oder so, holt's euch. Ich werde es vom Preis her so gestalten, dass es halt für jeden erschwinglich ist und es wird halt kein, ich sag mal jetzt, Attila Hildmann Buch oder so, also super Mensch der Typ, wirklich ganz, ganz toll. Aber ich möchte nicht verallgemeinern. Also in dem Buch wird es darum gehen, dass ich halt meine Lebensgeschichte erzähle. Also wirklich, wie habe ich angefangen? Warum habe ich überhaupt angefangen mit Bodybuilding? Warum ist daraus irgendwann ein Extremsport gekommen? Grob gehe ich meine Veranstaltungen durch, beschreibe die und im zweiten Teil wird es dann halt so aussehen, dass ich schon auf das Thema Körper-Geist eingehe. Wie es halt für jeden möglich wäre, seine Grenzen zu verschieben. Und ich weiß, dass hier, gibt's ja, ist gerade wieder ein neues Buch rausgekommen, da geht es halt hier um Ernährungsbehinderung, um irgendwelche Systeme. Leute, hört auf euer Bauch. Ich kann es nur mal wieder sagen, auf euren Bauch. Ihr macht so eine Sache 2 Monate vielleicht und dann habt ihr keinen Bock mehr und das ist nicht mein Ansatz. Wenn ich ein Buch schreiben will, bin ich der Meinung, dann muss es einfach sein. Muss einfach einfach sein. Die Leute müssen in 2 Sätzen erkennen, was will er eigentlich? Will er uns ein System erklären? Was weiß ich nicht, was jetzt einfach wieder nur einen anderen Namen hat oder so? Oder will er wirklich den Leuten beibringen, dass einfach auf ihr Bauchgefühl hören? Dass jeder trägt diese Kraft in sich. Jeder hat seinen Trainingsplan eigentlich in sich. Wir müssen nur das Vertrauen haben, dass wir den noch abrufen. Und das mache ich. Mehr mache ich gar nicht. Also, das ist doch wirklich einfach. Eigentlich ist es wirklich einfach. Einen dicken Arm zu haben, ist total einfach. Ja, klar müssen wir arbeiten, aber mein Gott, wer von uns ist nur anstrengend nicht gewohnt? Also, angestrengt haben wir uns alle schon zigmal im Leben. Wir sind wahrscheinlich Bauarbeiter, Dachdecker, die lachen sich tot über das, was ich hier mache. Die machen das 8 Stunden am Tag. Deswegen, also ja, ist doch so. Und danke. Ich möchte mal nicht zu viel weiter schwafeln. Wie gesagt, wer jetzt Lust hat oder so, ich ziehe mir mal ein T-Shirt über. Wir können es ja hier an dem Tisch treffen. Ich kann doch gerne nochmal. Oder achso, wie wollt ihr es jetzt irgendwie fragen oder so? Ja. Wenn es ins Programm passt, also wenn ihr jetzt Fragen habt, das ist die Frage, ob jemand noch eine Frage hat. 1, 2, 3 Fragen nehmen wir gerne an, falls Bedarf besteht. Und nehmen wir. Sonst auch gerne, wie gesagt. Ich habe so viel labert, ey, das ist jetzt mal. Sonst, wie gesagt, unten am Tisch, gerne privat.
warte hier im Aufräuschen, ich gehe noch kurz hinter die Bühne, wir müssen was anziehen und dann können wir hier ein bisschen hier unterschreiben und so. Und ja, danke schon mal. Bis gleich. Gut, schönen Dank nochmal an euch und viel Spaß noch. Danke. Tschüss.